Hey ho und herzlich willkommen in Bad Schönfels. Wir haben einen kleinen Besucher, ein neues Haustier. Das solltet ihr euch angucken. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie der da hingekommen ist. Er kann doch eigentlich da nur gespawnt sein, so ganz merkwürdig, oder? Ich meine, das geht doch eigentlich gar nicht. Wie sollte er denn sonst da hinkommen? Es ist gar nicht hoch genug. Der kann da nicht hingehüpft sein. Er kann auch nicht von unten gehüpft sein. Er kann nicht von oben runtergefallen sein. Er kann überhaupt nicht sein. Er ist vielleicht auch gar nicht. Sollen wir mal gucken, ob der wirklich da ist? Hey, du. Hey, du. Wer bist du? Wie heißt du? Wo wohnst du? Hier wohnst du nicht? Ja, kriegen wir aber wirklich mal die Gelegenheit, uns so ein Zombie mal wirklich aus der Nähe anzugucken. Ja? Wisst ihr was? Ich mach da auch gar nichts mit dem. Der tut mir auch so. Ah! Das war dann schon ausreichend für den. Ach, so ein Mist. Ich wollte den jetzt hier so, ne, dass da. Ach, da ärgere ich mich jetzt drüber, weil den wollte ich jetzt da in so einen Glaskasten sperren. Und mal überlegen, mal gucken, wie lange der da drin so bleibt. Ja, jetzt haben wir natürlich nur das Problem, dass der uns verfolgt. Ja, hör mal, du bist aber anhänglich. Da draußen haben wir auch so einen Freund, vielleicht wollt ihr euch zusammentun. Ich renne mal nach oben. Komm, wir gehen kuscheln, komm. Komm hier, das ist schön, das wird dir gefallen. Na komm. Na, wo bist du denn? Ach, willst nicht kuscheln? Ach, willst nicht kuscheln. Bist also keiner von der Sorte, ne? Ja? Komm her. Ja, komm, wir gehen kuscheln. Jetzt kommt er endlich kuscheln. Komm. Komm schön. Ja, schön. Verarscht. Ja, das dauert jetzt ein bisschen länger. Jetzt hat mich auch mein Schwert verarscht. Tja, schade eigentlich. Ich wollte jetzt hier eigentlich. Halt so, oder der wäre ja nicht gegangen. Ich dachte, der hängt da fest und kommt nicht weg, weil er nicht hüpfen kann. Na, so war die Idee. Und dann hätte ich hier einfach so Glas vorgemacht und dann hätten wir uns den immer schön angucken können. Vielleicht gelingt es mir ja, den Creeper da so hinzulocken. Das wäre natürlich eine Aktion, ne? Wie macht man das nur? Das kann man so nicht machen. Da müsste ich irgendwie. Wie könnte man das machen? Mit ganz viel Intelligenz? mit Geschwindigkeit? Hier rein? Hier rein? So, hui, und dann hier so. Da müsste ich dann direkt da einen Block hinlegen. Vielleicht schaffe ich das. Was soll's? Wir probieren das mal. Komm mal her, Creeper. Komm, Springwurm. Ah, nein, 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 nein. Ah, das war nicht schnell genug. Das war nicht schnell genug. Okay, ja, gut. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Wir gucken einfach mal nach, ob draußen noch ein Creeper ist. Ich weiß, ihr haltet mich jetzt völlig für durchgeknallt, ne? Nun, das sind halt solche Aktionen. Da hat mir jetzt alles. Ach, das war ja gar nicht so schlimm. Ne? Ach, das können wir uns doch nochmal erlauben. Das wäre doch wirklich so schön. Oder einmal den Boden hier reparieren, damit da niemand reinfällt. Ist einfach, ich musste den in die falsche Richtung locken und ja, dann war es natürlich vorbei, ne? Ja. Ja, gut. Ich versuche das erstmal, müssen wir das Inventar sortieren. Wenigstens ein bisschen. Ich versuche immer den Zombie so nach so. Irgendwie, wir machen. Oh, da. Komm, komm. Ah, oh, da kriegen wir ja hier nicht hoch. Wir müssen noch eine. Wir bauen dem noch Passage oder so. Komm. Ach du blödes Vieh, jetzt musst du immer da um die Ecke, das ist ein Ei. Ich lauf mal ein Stück, mal gucken, wo der ist. Komm. Ja, wo ist der denn jetzt wieder? Oh, nee. Ach, hier ist noch was von dem Vorsprung hier weg. Das macht aber nichts, das wird alles so neu gebaut.
Ja, ihr merkt schon, ich habe heute keine Lust zu bauen. Ich möchte hier lieber so eine spontane Action-Folge drehen. Ne? So völlig. Völlig bekloppt, so. Oh, jetzt müssen wir gucken, dass wir den da hinkriegen. Ich komme hier nicht raus, ne? Ich komme hier nicht raus. Jetzt. Wenn der uns jetzt den Weg abkürzt, wo ist er denn? Komm. Na komm. Kommst du da nicht hoch? Ah, nee. Komm. Wah. Wah. So doch nicht. Ach Mann. Ach Mann. Wenn ich so weitermache, ist hier wirklich nichts mehr von der Gegend über. Was ist das denn? Eine Spinne? Gibt es auch Spinnen in Minecraft? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also das war's jetzt hier mit dieser Sache, ja, ne? Ich glaube, wir müssen da mal gucken, dass wir vielleicht, ja, erstmal eine neue Tür einbauen. Vielleicht keine schlechte Idee. Damit wir hier nicht völlig die Kontrolle verlieren. Da ist weg die Spinne. Ne? Also. Ach, ja, gut, dann hier noch. Wieder alles repariert. Guck mal, als wäre nichts passiert. Ah, dann gut, dann müssen wir wohl notgedrungen wieder drin gucken gehen. Ach so, ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, was los ist. Ihr werdet es nicht glauben und ich glaube, ihr werdet euch freuen. Denn, tada, ach nee, falsche Etage. Tada, ja, hier, das Dach ist fertig. Ne? Das schöne Glasdach, das sieht wunderschön aus. Jetzt habe ich hier vorne natürlich noch überhaupt nichts. Ich weiß nicht, da sollte natürlich auch eine Tür hin. Das ist unser einziger Ausgang im Moment nach vorne. Hier soll ja auch ein Balkon entstehen. Ah, der müssen wir auch noch sicher mit einem Holzdach oder sowas, stelle ich mir vor. Ja, wie machen wir das denn? Am besten so. Ah, so mache ich das. Ja. Ah, schon wieder einen daneben gesetzt, Mensch. Ja. Gut, jetzt wird das mit Glas aufgefüllt. Müsste noch Glas haben, ja. Völliges Chaos in meinem Inventar. Völliges Chaos in meinem Inventar. Schön. Guck mal, so ist das gut. Jetzt kommt da auch ein Glasblock drüber. Vielleicht machen wir zwei Türen da rein. Da und da eine Tür. Also links und rechts, ne? Für die Leute, die das Wort da nicht so richtig deuten können. Ne? Da kann ja alles Mögliche sein. Da. Oder da. Da. Ne? Oder da. Da. Ne? Das ist alles möglich. Deswegen muss man immer gucken, dass es hier vielleicht auch nicht so dunkel ist. Meine Güte, ist das hier dunkel. Und da wundere ich mich, wenn es da plötzlich irgendwelche Zombies gibt, ne? Ist zufällig mal wieder ein Creeper vor der Tür. Da sind oft Creeper vor der Tür, ne? Das ist, witzig, finde ich das irgendwie. Wie macht man das denn am besten? Den muss man dann da in die Seite locken, dann öffnen, dass der direkt in diese Richtung losmarschiert. Und dann kann man hier reinrennen, den hier locken, schnell den Klotz davor und ganz weit weglaufen. Damit, oder zwei Klötze direkt schaffen. Und dann natürlich um die Ecke und da auch zumachen. Das wäre cool. Wir versuchen das jedenfalls. Das ist mal was anderes, als immer einfach drauf zu hauen. Im Grunde wollen die Sprengwürmer, das sind ja arme Kreaturen, die wollen ja auch nur leben. Oder, naja, ich hätte jetzt was gesagt, die wollen ja auch nur knallen. Als hättet ihr vielleicht missverstanden. Eier. Eier weg, Federn weg, Blumen weg. Ich habe auch schon total viel Blumen und da müssen wir hier wegen hier, ne? Meine rosa Wolle. Ganz klar. Gut, eine Tür brauchte ich. Türen wollte ich bauen. Habe ich nicht Holz dabei? Doch, ich habe nicht Holz dabei. So, machen wir direkt zwei Türen. Wutti. So, gut. Und bevor ich es vergesse, dann müssen wir wieder ganz nach oben. Also es ist schon immer ganz schön anstrengend, immer hoch und runter zu rennen.
Ja, das ist, um nicht zu sagen, ziemlich anstrengend. Noch eine Tür her, bitte. Danke. Da noch eine Tür hinein und, ach, guck mal, das ist ja schon ganz schön possierlich irgendwie so, ne? So, hier, ja, die Klappe, das ist nicht so schön, aber ab hier könnte man so eine Treppe machen, stell ich mir vor, aus Holz. Hier noch irgendwas anderes, sodass man hier nicht runterfällt. Und hier dieser ganze Bereich, den würde ich dann so als Kuschelecke machen. Da noch ein Bett rein und so. Und dann guckt man dann so nachts da hoch. Ja, was war denn jetzt noch? Da sollte ich hier noch. Ah ja, ich würde jetzt gerne auch mal gucken, dass man da so ein. Wo kommt man denn raus, wenn man unten mittig. Also, ich hatte vor, dass dieser Raum hier dann auch separat ist. Hier kommt die Kuschelecke also hin und der ist separat und hat keinen Haupteingang oder so, sondern. Der obere Eingang, der sollte dann woanders herkommen. Und vielleicht hier, so dass wenn der hier in der Mitte rauskommt. Ich grab da jetzt mal durch. Wenn ich mich nicht vermessen habe. Warte mal. Zwei, da müssen wir mindestens drei, vier rein, glaube ich. Wie ist denn das jetzt? Da muss ich nochmal eben gucken gehen. Hier ist die Treppe, die hat hier eine Luft und dann kommt die Wand. Hier oben sind aber drei Luft. Da ist dann die Wand drunter. Da noch zwei durch. Also vier. Und beim fünften dann nach oben. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn man jetzt hier hochgeht in dieser Reihe. Ich weiß nicht, nach links, nach rechts, zu beiden Seiten vielleicht sogar. Das stelle ich mir gut vor. Hier könnte man doch noch einen größeren Raum vielleicht auch noch machen. Nacken habe ich noch genug, keine Sorge. Hier dann so rum. Ja, das ist jetzt hier natürlich nicht so unheimlich. Ah, oh, das ist zu dünn. Das muss man größer machen. Das ist ja viel zu kläglich. Ja, da kriegt man gleich Platzangst, wenn man hier so ankommt. Ja. Da, wenn man von oben vom Berg da kommt, ne? Da Louis Trenker mäßig so, ne? Mit Wanderschuhen und dem Seil geschultert und einer schönen Maid noch dazu. Ja, dann will man ja nicht gleich in so ein popelige Enge rein, da will man sofort hier möglichst schnell in die Kuschelecke. So. Mit Anlauf. Ja. Ja, das könnte doch schon was werden. Wenn wir dann jetzt hier war das doch. Jetzt war das nicht. Oh, das ist dann noch zu dünn dann. Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, das sind doch diese beiden hier. Ja, machen wir trotzdem dann nicht so dünn. Ich stoße jetzt bestimmt auch auf Zombies. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich sehe die auch immer wieder gerne. Die alten blutverschmierten Säcke. Geröll. Mando. Ja. Ah, Kohle. Kohle. Ja, ausgerechnet da jetzt ist das natürlich nicht so schön. Müssen wir doch nicht alles wieder mit Schönstein auffüllen und der ist ja so kostbar. Ach ja, was soll's. Müssen wir halt auch mal wieder im Ofen nachlegen. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade noch drin habe. Habe ich da noch Glas drin? Glas oder auch nicht Glas? Na, gibt ja Plexiglas, es gibt auch nicht Glas. So. Ja, prima. Ich denke, ich muss gleich hier mal einen Cut machen. Also jetzt nicht jetzt wieder in so einem Zombie-Gesicht, sondern hier in dem Video. Dass ich da hier einen Cut mache, ne? Und das neue Video anfange. Ja, ich sag dann schon mal bis gleich dann.